erklären Sie mir mal bitte, was jetzt hier hinter uns vonstatten soll. Zunächst erstmal ist das Ziel, das Stück Radweg wieder herzustellen. Im Moment ist es so, dass die aufgebrochenen Asphaltreste aufgenommen werden. Die werden entsprechend abtransportiert. Dann wird der Untergrund geebnet. Die Steine werden wieder eingesetzt, die Randeinfassungen hier bedeuten. Und dann wird gegen Mittag, so denken wir, Asphalt eingebaut, sodass am Nachmittag die Strecke dann wieder freigegeben werden kann. Was passiert, wenn Frau Töberich jetzt das zweite, ihr richtiges Stück Elberadweg wegpackt? Wie gesagt, das sind ja dann alles die Dinge, die ursprünglich von uns auch immer schon gesagt worden sind. Wir haben für dieses Stück eine Umfassungsverfügung und das würde dann natürlich auch alles wirksam werden. Das sind dann die Dinge, die noch juristisch betrachtet werden müssen. Also da ist noch eine ganze Menge an Aufarbeitung möglich.